Wie halten wir es mit China? Beim heutigen Regierungsaustausch zwischen Berlin und Peking galt es, diese Frage mal wieder auszuloten. Seit dem Ukraine-Krieg ist es komplizierter geworden. Kritikpunkte wie Menschenrechte oder der Umgang mit Oppositionellen bleiben zwar aktuell, aber ohne echte Konsequenzen. Zu wichtig gegenseitige Abhängigkeiten und Handelsbeziehungen. Allein im letzten Jahr, da gingen Waren im Wert von knapp 299 Milliarden Euro zwischen beiden Ländern hin und her. Deutschland liefert vor allem Autos, Autoteile und Maschinen. China Notebooks, Smartphones, aber auch Rohstoffe. Und zwar in den letzten Jahren immer mehr, so dass die deutsche Abhängigkeit von chinesischen Waren deutlich zugenommen hat. Heike Slansky. Ein Balanceakt für den Gastgeber. Der Kanzler und der chinesische Ministerpräsident am Tag 3 des Deutschlandbesuchs. Empfang mit militärischen Ehren. Harmonische Bilder, die Zusammenarbeit statt Konfrontation symbolisieren sollen. Deutschland will unabhängiger werden, Lieferketten breiter aufstellen. China sucht die wirtschaftliche Zusammenarbeit, tritt aggressiver auf und ist einer der engsten Verbündeten Russlands. Ich habe erneut an die chinesische Regierung appelliert, in diesem Krieg noch stärker ihren Einfluss auf Russland geltend zu machen. Als ständiges Mitglied der des UN-Sicherheitsrates trägt China hier eine ganz besondere Aufgabe. Egal wie die internationale Lage sich verändert, China wird an der grundlegenden nationalen Politik festhalten, der Öffnung nach außen und der Öffnung für eine Strategie zum gegenseitigen Nutzen. Eine Charmoffensive. Fragen jedoch wurden dem Gast zuliebe nicht zugelassen. Die Opposition bemängelt die fehlende China-Strategie der Ampel. Ich glaube, dass die chinesische Regierung einen sehr klaren Plan hat, was sie in den nächsten 10, 20 Jahren gegenüber dem Westen erreichen will. Dass aber dieser Plan weder bei der Bundesregierung noch in der Europäischen Union bisher die nötige klare Antwort gefunden hat. Zum Schluss eine Absichtserklärung zur Einrichtung eines Klima- und Transformationsdialogs. Mehr war nicht drin. Mehr war nicht drin. Theo Koll in Berlin. Auf der einen Seite will die Bundesregierung sich wirtschaftlich abgrenzen. Gleichzeitig werden Handelsvolumen und Abhängigkeiten immer größer. Wie soll das also funktionieren? Ja, absolut. Die Frage führt mitten in den Kern der Debatte, die ja auch innerhalb der Ampel noch nicht abgeschlossen ist. Deshalb gibt es ja auch noch immer keine offizielle China-Strategie. Das war heute eine hochinteressante Gratwanderung, denn die Bundesregierung hat ja in ihrer neuen Sicherheitsstrategie das Verhältnis zu China zumindest schon mal mit drei Begriffen beschrieben. Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale. Und als Rivale und Wettbewerber wird China immer stärker und immer aggressiver. Der Begriff Rivale kam aber heute einfach nicht vor. Und dass in der Pressekonferenz keine Fragen zugelassen waren, das ist extrem ungewöhnlich und war nach allem, was ich weiß, Folge einer klaren chinesischen Erpressung. Entweder so oder es gibt keine Pressekonferenz. Und das zeigt im Kleinen, wie schwierig der Umgang mit diesem mächtigen Land ist, von dem wir ja in vielen Bereichen wirtschaftlich noch viel abhängiger sind, als wir es je von russischer Energie waren. China ist unser wichtigster Handelspartner und es wird dauern, bis die Abhängigkeiten entscheidend verringert wurden. Nicht zu vergessen, wichtige Teile der deutschen Wirtschaft wollen auch weiter in China Geld verdienen. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Danke für die Hintergründe, Theo Koll, nach Berlin. Und jetzt nach Deutschland und zu einem höchst umstrittenen Stundenlohn. 1,37 Euro. So viel verdienen manche Häftlinge, die im Gefängnis arbeiten. Zu wenig und verfassungswidrig, das hat heute das oberste deutsche Gericht entschieden, zumindest für Bayern und Nordrhein-Westfalen. Der Lohn müsse so hoch sein, dass er zur Resozialisierung der Gefangenen beitrage, argumentieren die Richter in Karlsruhe. Birgit Franke berichtet. Dübel montieren für knapp 15 Euro am Tag. So viel verdienen die Inhaftierten durchschnittlich in der JVA Frankenthal. Die Arbeit bringt zwar Struktur in den Alltag, doch von dem Verdienst bleibt nichts übrig. Es reicht gerade für zum Beispiel Getränke und Hygieneartikel. So ein Häftling, der anonym bleiben will. Wenn man jetzt zum Beispiel Pfändungen hat oder Gerichtskosten, wird das alles weggenommen. Und somit kann man am Ende des Monats auch nichts sparen. Das Bundesverfassungsgericht stärkt heute die Rechte der Gefangenen. Die Höhe der Vergütung ist in einzelnen Bundesländern verfassungswidrig. Die Gefangenen müssen sehen, dass sich die Arbeit lohnt. Dabei darf auch die Wahrnehmung der Vergütung durch die Gefangenen selbst nicht unberücksichtigt bleiben.
weil sich das Empfinden, in ihrer Tätigkeit nicht genügend wertgeschätzt zu werden, auf deren Resozialisierung kontraproduktiv auswirken kann. Die beklagten Länder Bayern und NRW müssen jetzt neue Konzepte zur Resozialisierung erarbeiten. Die Kosten, die ein Gefangener pro Tag verursacht, müssen dabei auch berücksichtigt werden. Die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht haben klargemacht, dass die Länder zwar grundsätzlich frei sind, wie sie ihr Resozialisierungskonzept gestalten, ob sich Gefangene zum Beispiel an den Haftkosten beteiligen müssen. Die Vergütung muss allerdings realistisch sein. Für geleistete Arbeit muss es eine angemessene Anerkennung geben. Ein Appell an alle Landesgesetzgeber, ihr Vergütungskonzept zu überprüfen. Das Bundesverfassungsgericht hat ihnen bis Mitte 2025 Zeit eingeräumt. Wie kann Fahrradfahren sicherer gemacht werden? Darüber diskutieren seit heute Experten auf dem Nationalen Radverkehrskongress. Das ist auch deswegen so wichtig, weil immer mehr aufs Fahrrad umsteigen. Der Umsatz der Fahrradbranche, der verdreifachte sich innerhalb von 10 Jahren auf mehr als 7 Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 4,6 Millionen Fahrräder verkauft. 2,2 Millionen davon waren E-Bikes, also fast die Hälfte. In diesem Jahr könnten die E-Bikes erstmals die Nase vorn haben. Peter Theissen. Aufbau der Eurobike, der größten Radmesse der Welt in Frankfurt. Die Branche boomt. Die Lieferkettenprobleme aus der Corona-Zeit gehören der Vergangenheit an. Vor allem E-Bikes sind Verkaufsschlager, machen mittlerweile um die 50% der Verkäufe aus. Für die Zukunft gehen wir ganz fest davon aus, dass das Fahrrad wirklich auf der Überholspur ist. Immer mehr Menschen kaufen sich E-Bikes, immer mehr Menschen nutzen das Fahrrad in der Stadt. Und das Fahrrad wird ganz bestimmt der Gewinner der Verkehrswende. Allerdings die Voraussetzungen, dass die Fahrräder eine größere Rolle im Straßenverkehr spielen, lassen oft zu wünschen übrig. Beispiel Frankfurt-Friedberger Landstraße, eine wichtige Verkehrsachse, doch der Radweg endet plötzlich im Nichts. Und das Einrichten einer Tempo-30-Zone, um wenigstens für etwas mehr Sicherheit zu sorgen, das scheitert bisher am deutschen Straßenverkehrsrecht. Weil das bestehende Straßenverkehrsgesetz und die nachgeordnete Straßenverkehrsordnung dort im Grunde genommen sagt, also hier müssen 3 Leute zu Tode kommen, bevor wir hier Tempo 30 anordnen können. Und das ist einfach weltfremd. Was wir in Frankfurt viel als Feedback bekommen, auch durch den Fahrradklimatest, ist, dass die Leute die Radweglücken besonders bemängeln. Das heißt, sie wissen nicht, dass sie auf der gesamten Strecke einen sicheren Radweg vorfinden werden. Es gibt immer wieder diese Stückelungen zwischen Radweg und keinem Radweg. Immerhin, ein neuer Entwurf für das Straßenverkehrsgesetz liegt jetzt vor. Es soll wohl den Vorrang des Autos einschränken und den Kommunen mehr eigene Gestaltungsmöglichkeiten einräumen. Morgen soll der Entwurf ins Bundeskabinett kommen. 2 Entscheidungen zum Thema Umweltschutz. Zum einen wollen die EU-Länder stark beanspruchte Flächen wiederherstellen. Auf eine entsprechende Verordnung haben sie sich heute geeinigt. Bis zum Jahr 2030 sollen mindestens 20% der Flächen renaturiert werden. Geplant ist auch eine Wiederbewässerung von Mooren und Flussauen. Deutsche Landwirte befürchten dadurch Einnahmeausfälle. Jetzt zum anderen. Die UNO hat sich nach jahrelangen Verhandlungen auf ein Abkommen zum Schutz der Meere geeinigt. Generalsekretär Guterres sagte, es gebe neue Hoffnung, den Meeren eine Überlebenschance zu geben. Greenpeace sprach von einem Sieg für alles Leben auf dem Planeten. Die Vereinbarung schafft die Möglichkeit, große Schutzgebiete auch in der Hochsee auszuweisen. Außerdem sollen Aktivitäten künftig auf Umweltverträglichkeit geprüft werden. Die einzelnen Staaten müssen das Abkommen noch ratifizieren.